George Michael muss offenbar nicht aufs Geld schauen. Nach seinem Konzert am Dienstag in Wien ist er heim nach London geflogen und heute wieder hierher nach Wien. Da hat er die Menschen eingeladen, die ihm vor knapp einem Jahr das Leben gerettet haben. Die Ärzte und Schwestern des AKH. Zu einem Mittagessen im Ritz-Carlton. Patrick Batschen hat die Exklusivbilder. Nach dem Essen sollst du ruhen oder etwas kundtun. Zum Glück entscheidet sich George Michael für Letzteres und sagt kurz und knapp, wie das Mittagessen war. It was great. It was great. Aber der Reihe nach, um 13.30 Uhr kommt ein Bus mit rund 30 AKH-Mitarbeitern am Hintereingang des Ritz-Carlton an. Bis hierher wussten Ärzte, Schwestern und Pfleger nicht, wo es hingeht. Wir wurden abgeholt vom AKH Wien. Sind in den Bus eingestiegen und dann in die Stadt hineingefahren und ja, dann hier gelandet letztendlich. Eine halbe Stunde später trifft dann auch der Sänger ein. Er kommt direkt vom Flughafen, wo er mit seinem Privatjet gelandet ist. Geduldig schreibt er noch Autogramme, bevor auch er ins Hotel verschwindet. Kurz darauf begrüßt er seine Lebensretter bei Wein und Fingerfood, verbringt George Michael eine Dreiviertelstunde mit dem AKH-Personal. Hier Schnappschüsse, die wir danach bekommen haben. Offenbar ein Treffen in entspannter Atmosphäre. Ja, zuerst einmal hat er uns natürlich nach den Namen gefragt. Er konnte sich nicht mehr an jeden Einzelnen erinnern. Vom Sehen her, vom Gesicht her schon, nur vom Namen nicht. Dann, ja, schön, dass ich dich wiedersehe und wie dir das Konzert gefallen hat. Ja, ganz normale Dinge. Worüber haben Sie mit George Michael gesprochen? Naja, ich habe mit ihm ein sehr interessantes Erlebnis gehabt. Ich hatte die Ehre, ihm während seines Aufenthalts bei uns auf der Station eine Klangmassage zu geben. Und das war wohl das, woran er sich am ehesten erinnert hat. Und wir haben uns dann darüber unterhalten. Haben Sie Telefonnummern ausgetauscht? Die Telefonnummer habe ich schon länger. Also. Auch George Michaels Lebensgefährte Fadi Fawaz ist bei der Zusammenkunft dabei. Mehrmals raucht er entspannt am Balkon und findet das Mittagessen offenbar auch gut. How is the lunch? Es ist gut und emotional, sagt er. Okay. Um 16.50 Uhr, also etwa eine Stunde nach den Ärzten und Schwestern, verlässt auch George Michael das Hotel. Mit Vater, Schwester und Freund geht's ab zur Stadthalle, wo er heute Gastgeber in weit weniger intimem Rahmen ist. Und dieses zweite Konzert startet heute um 19.30 Uhr. Danach wird George Michael auch gleich wieder nach Hause fliegen, hat es heute geheißen.